Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog auf Griechenland. Spaß, ich bin immer noch in Vietnam. Wir haben hier bloß eine wunderschöne Villa, die sehr, sehr griechisch inspiriert ist. River Villa, falls ihr euch dafür interessiert. Wirklich sehr, sehr schöne Unterkunft in Hoi An. Das ist unter anderem mein Schlafzimmer. Da seht ihr den Stil der griechischen Villa. Wir kommen ja gerade von meinem Dorf zurück. Dementsprechend habe ich gerade alle Kleidung gewaschen, die ich habe. Es trocknet hier zum Glück alles super schnell. Noch immer schön vor der Sonne schützen. Ein bisschen mehr als Sonnencreme. Und dann geht's los. Wir haben hier Kokosnusseis aus Hoi An Spezialität und man kriegt auch den Kokosnusssaft dazu serviert. Man soll ja nichts verschwenden. Und Dirk ist hier Chebui. Nein! Okay? Ein Traum. Das schmeckt richtig gut. Schmeckt gut, oder? Mhm. So, ich gehe mir jetzt kurz ein bisschen Spa gönnen und zwar lasse ich mir die Nägel neu machen. Dirk fährt mich kurz hin. Es ist extrem heiß in Hoi An. Können wir nicht empfehlen im Sommer, weil Dirks Schwester war auch schon mal im Dezember hier mit ihrem Freund und dort war es ein bisschen besser, 30 Grad. Heute sind 35 Grad. Und wieder Kamera holen. Chỉ một thế thôi, mấy màu này đúng không? Thành một màu hay là thành hai màu? Thành hai màu. Hai màu chỉ một màu này. Một màu này. Dạ. Ich bin jetzt in einem koreanischen Store. Relativ beliebt und dementsprechend sehr voll. Und habe auch schon zwei Follower getroffen. Wir sind fertig nach einer Stunde und meine Nägel waren noch nie süßer. Oh mein Gott. Die haben hier richtig gut gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch noch mal kurz nachgefragt. Die Besitzerin ist eine Vietnamesin und ihr Ehemann ist ein Koreaner. Deswegen passt das hier alles. Ich muss aber sagen, hier sind ganz, ganz viele Touristen und es ist ein bisschen teurer als normal. Ungefähr das Doppelte gezahlt als in Ho Chi Minh City. Umgerechnet, aber immer noch relativ günstig. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem Schneider, denn wenn man in Hoi An ist, ist es super typisch, dass man sich etwas schneidern lässt. Und ich gehe jetzt extra zu einem Shop, der nur Leinensachen und Cotton-Sachen anbietet. Und ich lasse mir ein Blazer, Hose, also quasi Anzug, schneidern. Und ich nehme euch da gerne mit. Ich bin wirklich schon so gespannt, weil viele von meinen Freunden haben das schon gemacht und es sieht immer so top aus. Richtig gut besucht. Ich muss nur noch ein bisschen warten, aber dann bin ich gleich dran. Die Sachen sind wirklich schön. Und so schnell wird es dunkel in Vietnam. Ich habe jetzt alles geschafft und treffe mich mit meiner Familie zum Essen. Hier ist wirklich alles super fußläufig. Sehr selten in Vietnam, finde ich.
Noch nie so viel gelaufen in Vietnam. Einfach Pizza. Lol. Ich muss so viel Vietnamesisch essen. Ich könnte ja noch Vietnamesisch essen. Aber die Mehrheit gewinnt. Also das italienische Restaurant war überraschend lecker. Mir ist aber aufgefallen, dass dort kein einziger Vietnamese drin saß. Wirklich nur Touristen waren dort. Aber es war lecker. Und jetzt spazieren wir noch in die Altstadt. Die ist nämlich am Abend am schönsten. Unser Kind ist eingeschlafen und wir gehen jetzt auf die Terrasse. Sieht sehr, sehr romantisch aus. Wir haben leider keinen Wein oder so. Wir haben uns Chebui bestellt von dem Laden gestern. Da haben wir doch gestern gesagt, wir werden ab jetzt jeden Tag dort essen. Wir haben heute To Go bestellt. Was macht man nicht so gerne um 22 Uhr nachts erstmal Jebui essen? Also ich kann euch dieses Jeno empfehlen. Es ist tatsächlich aus Pomelo-Schale. Ich glaube, ich habe es schon so oft erwähnt in meinen Vlogs, aber ja, die Pomelo-Schale kann man noch benutzen und ein leckeres Dessert draus machen. Ich werde das wahrscheinlich niemals machen, weil ich weiß, wie aufwendig das ist. Meine Schwester hat das mal gemacht. Nee. Vielleicht irgendwann später, wenn ich ganz viel Zeit habe in meiner Rente. Dann lerne ich, wie man Jebui macht und ich zeige es euch dann. Guten Morgen und willkommen zum nächsten Tag. Heute wird es spannend, weil ich kann schon direkt meinen Anzug abholen. Wie krass sind die bitte? Ich war gestern Nachmittag da und heute um 2 Uhr kann ich das abholen. Ich esse jetzt kurz noch Kokosnussfleisch, denn wir trinken nicht nur Kokosnusssaft, wir holen auch das Kokosnussfleisch raus. Und bei den frischen Kokosnüssen ist es sehr, sehr weich. Augen dick an. Wir sind jetzt wieder zurück. Schwiegermutter ist da, um die Qualität zu bewerten. Einfach eine Hose, die perfekt sitzt. So, auf jeden Fall sehr gut, dass wir noch einen Termin zur Anprobe hatten, denn an jedem Teil muss etwas geändert werden. Und jetzt bin ich beim Schneider von Dirk und frage, ob die schon fertig sind für ihn. Voll krass, Dirks Anzug ist auch schon fertig. Ich habe gestern recherchiert, dass Hoi An die Welthauptstadt ist, wenn es um das Thema Nähen geht. Und ja, es ist auf jeden Fall etwas, was man in Hoi An machen sollte. Ist auch relativ günstig. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin gerade durch die Gassen und Hintertüren gelaufen. Und da waren so ein paar Zimmer, wo 5 Nähmaschinen und 5 Näher waren. Also es ist jetzt nicht so fabrikmäßig, aber schon so eine kleine Mini-Fabrik. Ich hoffe, es läuft dort alles angemessen. So, jetzt gehen wir noch auf den Markt von Hoi An, um Obst zu kaufen. Wir können gerade nicht über die Straße, weil ein Fotoshooting ist. Man muss ja nicht immer die Hauptstraße nehmen. Kleine verwinkelte Gassen sind doch auch schöner. Sie haben ihr Ziel erreicht. Schön gucken, ob es weich ist. Ja, Mann. Egal wie schön diese Villa ist, es gibt doch ein Manko und zwar die Nachbarn da drüben, vielleicht könnt ihr es sehen, die brennen jeden Tag irgendwas an. Ich weiß es nicht, ist es ihr Müll? So, jetzt sieht man das irgendwie gut.
keine Ahnung, wir haben immer das Gefühl, dass die ihren Müll verbrennen. Man sieht auch, wie die Frau da was macht. Wir bestellen heute Essen, weil Dirk geht raus filmen mit seiner Mama. Abonniert mich. Er bereitet sich schon vor. Und sie auch mental. Also jetzt holen wir auch schon unsere fertigen Sachen ab. Dann sage ich euch auch, wie teuer das Ganze war. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es war nicht so teuer. Dirks Schwester fährt mich mit dem Motorrad. Die Funkgeschwister sind sehr mutig, was das Fahren von Motorrad und Autos angeht in Vietnam. Oh mein Gott, es ist so heiß, ich krieg meine Augen nicht auf, falls ihr das mitbekommt. Wirklich unerträglich, 35 Grad wieder. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und versuche euch das Ganze getragen zu zeigen. Also das sieht auf jeden Fall genauso aus wie die Inspo, die ich gezeigt hatte. Natürlich ist es ganz anderer Stoff. Es ist ein Baumwoll-Leinen-Misch. Die Hose richtig nice, zwei Falten, genauso wie ich es auf dem Foto gezeigt habe. Und wie nice ist bitte eine perfekt sitzende Hose? Also perfekter geht's ja gar nicht. Und dann ziehe ich noch den Blazer an. Ihr werdet mich wahrscheinlich nie in allen drei Teilen gleichzeitig sehen, weil es sieht schon sehr heftig aus. Also der Blazer hat 950k gekostet, die Weste 400k und die Hose 500k. Insgesamt alle drei Teile 75 Euro. Jetzt geht es auf den Weg nach Da Nang. Wir machen voll andersrum Urlaub als andere Leute. Die meisten bleiben in Da Nang und gehen nur einen Tag nach Hoi An. Und wir machen es andersrum. Oh nein. Ja, aber wer manchmal nicht. Wir haben hier Eierkaffee, ganz weltbekannt. Kokosnusskaffee und salziges Kaffee. So, wir haben es jetzt auch mal zum Strand geschafft, denn Da Nang ist dafür bekannt, dass es hier Berge, Stadt und Meer gibt, so ähnlich wie Barcelona. Einfach bei Regenwetter. Man sieht hier die Donnerwolken, da donnert es gleich. Aber trotzdem sind Leute drin, weil das Wasser wahrscheinlich sehr warm ist. Endlich kam eine Verkäuferin vorbei mit gekochten Erdnüssen, um meine Strandträume zu erfüllen. Wir sind jetzt fertig mit dem Schwimmen und ich bin auch total fertig. Da bin ich ganz ehrlich, ich will nach Hause und duschen. Aber ich muss sagen, dass Da Nang nachts sehr, sehr hübsch aussieht. Und wir haben hier noch eine Attraktion. Und zwar gibt es hier eine Drachenbrücke. Die hat um 21 Uhr ein Special. Da kommt irgendwie Feuer raus. Und darauf warten wir jetzt noch eine halbe Stunde. Und ansonsten kann man hier auch sehr gut spazieren gehen. Und während wir warten, gibt es hier sehr viele Getränkestände. Was trinkst du? Kokosnuss. Ich trinke Zuckerrohrsaft. Das ist die Drachenbrücke, auf die wir jetzt noch 30 Minuten warten. Willkommen zum nächsten Morgen. Ich sehe heute auf jeden Fall frischer aus, als ich mich gestern gefühlt habe. Wie gesagt, der Tagesausflug
War schön, er war aber auch sehr, sehr anstrengend und ich war froh, als er zu Ende war, als wir dann hier um 10 Uhr nachts wieder zu Hause waren. Und weil es gestern so anstrengend war, haben wir heute den Tag ganz entspannt angefangen. Wir waren beim Friseur bzw. im Spa und haben uns die Haare waschen lassen. Das ist in Vietnam voll das Ding geworden, dass man sich nicht mehr selber die Haare wäscht, sondern man geht zum Friseur. Es kostet in der Regel 1 bis 3 Euro, je nachdem, wo man ist. Und da kann man sich professionell die Haare waschen lassen und eine Kopfmassage geben. Das haben wir jetzt gemacht. Also Salz und Sand sind aus den Haaren raus. Die haben es auch nochmal ganz schön geföhnt. Und deswegen gehen wir jetzt in die Altstadt und machen Fotos, weil wir haben noch gar keine richtig schönen Erinnerungsfotos gemacht mit der Familie. Das steht heute auf jeden Fall an und es ist auch heute schon der letzte Tag. Hier haben wir direkt unseren ersten Fotospot gefunden. So, es ist mittlerweile schon dunkel und wir haben uns jetzt Tickets gekauft fürs Bootfahren. Denn Hội An ist ja auch so bekannt, dass es aussieht wie Venedig von Vietnam. Also zumindest gibt es hier einen Fluss und sehr viele Boote. Und es kostet insgesamt 150.000 für 3 Personen. Super, super günstig, nicht so unbezahlbar in Venedig. So, das sieht jetzt nicht sonderlich sexy aus mit den Westen, aber wir müssen. So sieht das ungefähr aus. Eigentlich gar nicht romantisch, sondern sehr voll und hektisch. Das ist die Spezialität von Hội An, Gao Lao. Das gibt's auch nur hier. Das gibt's nur hier? Das gibt's hier in keiner anderen Stadt. Gao Lao? Das gibt's nur hier. Ich esse ja mein Pho. Okay, danke. Okay, Leute, ich habe zwar viel in Hội An und Da Nang gefilmt, aber keine Verabschiedung. Deswegen muss ich das jetzt nochmal ranhängen. Ich hoffe, euch haben die Vietnam-Vlogs gefallen. Mir auf jeden Fall, die zu drehen. Und wie ihr auch an diesem Vlog gesehen habt, habe ich vieles Neues erlebt. Ich kann euch Hội An und Da Nang einfach nur empfehlen. Auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich schon da waren und ich einfach nur die Letzte bin, die das entdeckt hat. Ich hatte eine super Zeit mit meiner Familie in Hội An und freue mich schon auf die nächste Reise. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber Vorfreude ist immer ganz gut. Wenn euch die Vlogs gefallen haben, könnt ihr gerne jetzt hier einen Daumen nach oben hinterlassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Vlogs. Tschüss!